So, willkommen zum 23. Let's Play von Minecraft Kreativ Staffel 2. Ja, und sollte im Hintergrund ein bisschen laut werden. Ja, die gucken gerade mich die Shortshow, die anderen hier bei uns in der WG. Die Mitbewohner. Ja, Hör auf. die gucken ja sowas nicht und so. Wir brauchen ja sowas nicht. Nö, wir haben das auf unseren Handys. Ja, Shortshow-CDs sind zwar richtig geil. Aber man muss das nicht im Fernsehen mit verseuchter Werbung und Matschepampe gucken. Werbeverseucht und Matschepampe? Ja. CD und so ist noch eine Ausnahme, weil es größer kriegt man es leider nicht. Meine Nase. Leider, oder? Dass es nicht größer geht. Naja, was soll's? Cousin Arturo zum Beispiel, der hätte am liebsten nur noch Hi-Res auf sein Handy. Geht aber nicht. Ja, weil der Speicher einfach heutzutage zu groß wird. Es gibt zwar noch Handys mit kleinem Speicher, aber die meisten kaufen sich ja gleich den größten. Ich werde mir irgendwann auch noch ein neues holen. Ein 5G-Handy. Aha. Und weil man da die Hi. Speicherkarte nicht wechseln kann, werde ich mir mindestens einen halben Terra holen. Also 500. Ja. Und weil ich will ja auch damit ein paar Videos machen. Aha. Ich will nämlich gucken, ob das A55, ob das Speicherkarten einnimmt. Will ich nämlich gucken. Schön wär's, ja. Ja, das ist nämlich der Nachfolger. Von meinem oder wie? Ja. Aber da muss ich erst gucken, ob das Ding Speicherkarten annimmt. Angeblich soll es keine annehmen. Meins tut es annehmen, das zum Glück noch. Ja. Erstmal die Neonröhren hier Falsche Seite. vollenden. Falsche Seite. Du weißt, dass die Klinke nach links Ja. ist da, ja. Mit dem so. Ne, dann ist es ja so. Ah, jetzt ist es richtig. Ah, jetzt ist er weiter außen da. Das ist jetzt das Bisschen Problem. zu weit außen. Ja. Baue ich erstmal komplett einmal rum. Das haben sie irgendwie dämlich gemacht mit den Türen. Ist egal auf welcher Seite, manchmal klappt es, mal wird nicht. Peng Puff macht's da draußen schon wieder. Ja. Nur weil sie heute wissen, die Feuerwehr ist im Einsatz, können sie rumknallen, wie sie wollen. Boah. Gut, will das jetzt hier nicht. Oh je. Das war eine Rakete. Ja, immer mal zu, das Fenster. Wenn ich das versehentlich einen Knaller hier reinfliegt. Nee, das ist nicht das Problem, sondern der Krach ist das Problem. Aber wirklich, der Abdämmen tut dann ja auch nicht. Wie wir in den letzten Tagen festgestellt haben. Ja. Da mische ich mich nicht ein. Ja. Ja, die Folge heißt 50 Jahre Dance Sets. Aha. Haben ja was dieser von Lampen, nicht wahr? Ja.
Man hätte natürlich auch die normale Laterne nehmen können. Hey, Macarena. Ja. Oh. Das meint er. Ja. Würde er mich schon freuen, wenn man eine leichte Bezahlversion hätte, um gute Musik kaufen zu können, aber da will ich auch, dass die Bezahlung etwas vereinfacht wird. Weil jedes Mal wollen die irgendwelche Kreditkarten und so ein Kram haben. Und das ist nicht immer das Störende. Und wir dürfen ja keine haben. Stimmt's? Die anderen fackeln ab. Ja. Phantom und Spinne habe ich hier beseitigt. Man kann zwar über PayPal auch kaufen, aber das Problem ist, man muss mal so eine kleine Gebühr noch dazu zahlen. Und das stört dich, oder was? Ja. Bei Corsa und so, der hat ja PayPal. Ein bisschen größer. Ja, bis hier. Also ich bin gespannt, wie es bei dir wird mit der Musikqualität in 10 Jahren oder so. Ich glaube mal, bei dir wird sich da nichts ändern, oder? Das wahrscheinlich nicht. Bei mir reicht zwar die Qualität auch aus, aber bei mir gibt es ein Prinzip, weil wozu braucht man sonst eine riesen Speicherkarten, wenn man die nicht nutzt? Das ist immer das Problem. Kann ich dir auch nicht sagen. Viele benutzen den Speicher, um da irgendwelche Handyspiele drauf zu ballern. Am besten so 50 Stück oder so, und dann kriegen die meisten das auch hin, den Speicher zu füllen mit genug Gratisspiele. Das Problem ist, dass es für mich ja kaum Gratis-Spiele gibt, die ich spiele. Es gibt ja nur ganz wenige. Am meisten stört mich das noch nicht mal an die Spiele selber, sondern an die Steuerung stört mich das. Warum soll ich denn das auf dem Handy spielen, wenn ich dasselbe Spiel zum Beispiel auf der Switch spielen kann, wo ich auch richtige Steuerelemente dran habe? Als statt über Touch zu spielen oder jedes Mal einen Controller mitzuschleppen. Tja. Ja, für Genshin Impact gibt es zum Beispiel so eine Funktion noch nicht. Weil das gibt es ja nicht auf der Switch, Genshin Impact. Noch nicht, aber wer weiß. Ja, aber angeblich auf der neuen soll es kommen. Denn wenn auch die letzten guten Handyspiele auch ordentlich spielbar auf mit Tasten.
Was ist, wenn mal ans andere nicht anders gehen? Die versuchen es ja so zu machen, damit das geht. Was hast du denn da vor? Ein Stufengebäude aus Italien. Ha? Okay. Aber wollten wir nicht wie alle 10 da mal das Texture Pack wechseln? Und wir haben noch kein einziges geholt. Was nu? Ist auch ein bisschen schwierig, ein Texture Pack zu holen. Ich wüsste ja das ein. Ich wüsste ja ein paar, die man nehmen könnte. Aber die sind auch nicht kostenlos. Ja, das ist das Problem. Das stimmt. Und wenn man sowas wie Asterix haben will und so, dann muss man sich schon machen, wie man das holen möchte. Und die wissen dann nicht, wie sich das auswirkt auf die Solaranlage zum Beispiel. Da ist halt sonst irgendwas. Ich glaube, da wird sich. Ich will nicht viel ändern. Die griechische und chinesische Mythologie zum Beispiel, die war ja bis jetzt am besten. Ja. In Staffel 1 habt ihr ja mit der griechischen gebaut. Ja. Nicht wahr? Die chinesische wäre schon geil. 7 Euro kostet jedes Pack. Der Speedster. Blinzel, blinzel. Und das Problem ist ja, Spiele brauchen wir ja auch, da wir beispielsweise viele Projekte haben. Das stimmt. Und bis jetzt hast du ja deins meistens das Add-on und so, weil du ja schneller sein wolltest ja als ich mit dem Add-on, deswegen ja. Ich wollte nicht unbedingt schneller sein. Aber hast du ja schon beide fast durch, deswegen jedenfalls das erste hast du ja schon durch. Ja, sonst hätte ich ja Ogerfahren nicht. Mein Nintendo Plus lade ich ja nächsten Monat noch nicht auf. Weil ich mir dann auch erstmal das Asterix-Spiel hole und das Add-on. Ich will ja gleich beides haben. Ich kümmere mich ja auch um die Let's Plays ja auch noch. Ah, hier war ich mal ein anderes Dach. Ha? Ja. Und dann mit der kommt eine Seelaterne rein, so. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, sieht auch ein bisschen komisch aus. Musst du wohl halt den orangenen vollen Block nehmen. Welche Treppe hast du da? Die hier hattest du, ja? Ja. Glatter roter Sandstein, den dürfte man auch bei den Steinen finden. In der Kategorie Sandstein. Da vielleicht. Ah ja. Da ist er. Das ist geschnittener Unternehmen, das ist der glatte rote Sandstein. Was hast du ausgetauscht? Den hier. Kommt ja, aber so vor, oder sieht der anders aus? Nein, das ist wirklich die Ohr. Ah doch, hier unten sieht man das. Das war jetzt nur wegen den Andeutungen. Lichteinfall. Ja. Der Lichteinfall. Hat dich gerade ein bisschen irritiert. Ist aber identisch. Wenn die Türen nicht so sind, dann lass ich sie so nach links. Irgendwie haben sie es wirklich dämlich gemacht mit den Türen. Versuch das mal so zu machen, dass du die eine Doppeltür machst und die dann. Achso, dann abreißt und dann die eine so bleibt. Sozusagen, genau.
krass. Funktioniert. Einfach eine Doppeltür machen, dann die, die nicht richtig ausgerichtet ist, weg und dann wieder neu und den Block ersetzt wieder reinpacken, der da war. Oh, hatte ich nämlich noch eine. Die war oben. Die war richtig. Genau, die hier noch. Dann brauchst du nicht so eine Spielerei machen, um die ausgerichtet zu kriegen. Ja. So sieht's aus, wenn ich links und rechts Glasscheiben dran gesetzt habe. Mhm. Und was meinst du? Ah, die blauen hast du genommen. Die normalen. Achso. Die durchsichtigen. Weil die so blau aussehen. Das ist nur die Umrandung, damit man sieht, wo sie ist. Achso. Also es ist dasselbe, was ich gerade hier verwende. Du hast das weiße Glas. Also. Und ich habe einfach nur Glas genommen. Achso. Da? Ich habe nur Glasscheibe genommen und du hast weiße Glasscheibe. Auf jeden Fall habe ich mich für Januar, also für das nächste Jahr schon was vorgenommen. Das heißt dann 2 Videos pro Tag wird es dann geben. Jetzt gibt es ja manchmal auch schon 2 Videos, wenn 2 kurze, dann gibt es manchmal auch 2 Videos pro Tag. Ansonsten immer 1. Mhm. Ja, und ab nächstes Jahr kommen etwas mehr, dann wird es, je nachdem was hochgeschafft wird. Das Internet ist zwar immer noch in derselben Geschwindigkeit, aber... Weil zurzeit sind wir nämlich sehr im Vorsprung, kann man sagen. Wir haben sehr viele Videos produziert. Überschuss. Wir haben zu viel Videoüberschuss. Ja. Müsste damit sagen, ja. Ja. Alleine schon, weil ich ja mal durch ein paar Sachen, die ich selber gemacht habe und so hat alles. Ich glaube, ich muss es neu starten. Irgendwie tut sich da nichts weiter. Also. Obwohl da steht, wird hochgeladen. Und das meine ich ja, diesen Bug. Das Handy hat sich dort nicht gemerkt, wo der zuletzt war. Nicht, dass euch jetzt wundert, Shadow Dragon guckt gerade nur wegen seinem Upload. Beziehungsweise. Den gleichnamigen Kanal. Beziehungsweise, ich starte ihn neu. Ja. Und der Name bleibt auch im Kanal so wie er ist, weil das ein gemischter Kanal ist. Ah, nicht gelb, das passt gut.
So. Es ladet hoch, ja. Jupp. Und man sieht auch eine Dauer. Wenn es ein klein bisschen länger dauern sollte, ist es auch nicht so schlimm. Ist ja nicht so, dass du heute Abend trotzdem das Essen verpasst. So, eigentlich ist es ja zum Glück nicht. Und ich hab's ja auch nicht so eilig. Wenn ich die Prominenz abhole. Ja klar, und das Phantom will sich hier gleich mal hinmachen. Ein paar Lampen baue ich hier noch ein. Nämlich das Gelände, was ich schon habe. Ich glaube mal eher, das hatte es auf dich abgesehen. Wenn wir jetzt im Überleben wären, würden die dich angreifen. Ich habe zwar auch nicht geschlafen, aber ich befinde mich ja innerhalb einer Konstruktion und da kommen sie ja nicht rein. Da muss ich mal hier eine einzelne ran. Die einzelne? Eine einzelne Lampe hier so. Ach so, so wie ich das immer gemacht hatte. Ja. Mit einer Laterne, ja. Ja, aber irgendwie hast du das hingekriegt, dass das hier und hier so ist. Oder hast du halt so gemacht und dann abgerissen irgendwie? Nö, ich hatte sie direkt nebeneinander gepackt gehabt. Noch einen dran. Wenn du, und ach so, dann, so hast du das gehabt. Und dann von unten was anheften. An dem vorderen. Das Problem ist, dass diese Ecke ja ein bisschen stört. Darum habe ich auch Mauern genommen und. Ach so. Und nicht Zäune. Das sieht er auch. Dann mach ich die mich auch erstmal ab. Die du hier siehst. Ja. Das da meinst du, stimmt's? Ja. Na, hier war. Hatte ich keine andere Wahl, als das so zu machen. Die Stellen, meinst du? Mauern. Genau. Da ist doch Sandsteinmauer. Aber du hast ja einen anderen Stein da benutzt. Ja. Oh, ich nehme Weiß. Diorit. Ja. Nee, Bruchstein hast du genommen. Ja, so sieht's schon besser aus. Nur, dass es da nicht ganz mittig ist. Ja. Ah, ich mach die doch noch in. Hä? Wie mein? Ach so. Findest du nämlich bis zur Tür dann das Licht. Und hier kann ich wenigstens genau in der Mitte machen. Wie viel Toast hast du verdrückt? Nur zwei, ja. Was? Weniger als ich? Ich habe drei oder vier gegessen. Beinahe gibt es noch was anderes zu essen, deswegen ja. Ah, ja, stimmt ja. Es gibt ja abends Berliner. Das meinst du bestimmt, oder? Ja. Die Berliner, die für uns gedacht sind, die halt. Hatte Speedy hier schon zu uns rübergebracht gehabt. Vorhin.
Oh, muss ich doch eins runter machen, ja. Spitznamen kann man ja ruhig verwenden. Unsere Zuschauer wissen ja nicht, wer damit gemeint sein könnte. Ja. Damit habe ich das Video eben auch gesagt. Du weißt ja, wer das ist. Nicht wahr? Ja. Ja, jetzt habe ich überall. Jetzt muss ich nur noch die passende Lampe raussuchen. Dieser, die Hänge, die du verwendet hast. Die Laternen. Ich glaube, hier waren sie drin, ja. Nee. Ich glaube, die ist auch bei den Bau. Ich glaube, die ist auch bei den Baublöcken. Die normale Laterne. Kann mich aber auch irren. Irgendwo waren die. Die Laternen. Hier sind sie doch. Genau. Ich habe die Seelenlaterne genommen. Die war heller, ja. Musst du entscheiden. Schau es dir am besten an. Und nämlich die blauen, die sehen auch vom Design her geil aus. Die Seelenlaterne. Ja. Ja, Spider-Man, jetzt wird es langsam hell, ja. Eigentlich der wertvollste Boden hier unten, das hier. Amethyst. Schon mal außen gut ausgeleuchtet. Die Spinne. Ja. Sitzt auf der Fensterbank. Sitzt auf der Fensterkante. Die Spinne. Könnte natürlich auch ein Dings. Man könnte natürlich auch Fackeln benutzen, so wie früher. Wo Laternen noch nicht eingeführt worden in Minecraft. Aber wenn sie das machen würden, was da mal angekündigt wurde, das wäre ein bisschen gemein. Fackeln, die nach einer Zeit ausgehen. Also, den man dann mit einem Feuerzeug anzünden muss. Für den Überlebensmodus werden sie es auf jeden Fall dann nutzen. Ah, aber dann mache ich das anders. Das Problem ist, erstmal aus Kies Feuerstein zu kriegen. Nicht jeder Block Kies ist auch gleichzeitig ein Feuerstein. Die Chance ist sehr gering, dass aus einem Kiesblock ein Feuerstein rauskommt. Ups, jetzt habe ich versehen Altstadt geöffnet, die zerlegt. Hoppala! Enter. Ich würde dir raten, noch mindestens eine Kette zwischen die Laterne und den Block zu hängen. Ja, aber dann ist das zu tief, da hätte ich eine Reihe höher machen müssen. Ich habe die extra eine Reihe niedriger gemacht, weil ich hier keine Seelaterne reingebaut habe. Sonst habe ich ja mal eine Reihe mehr. Zombie. Da hättest du endlich
Stäbe reinmachen können. Komm mal raus jetzt. Ist schon in seiner richtigen Position gewesen. Zum Glück. Manchmal hast du das Glück. Obwohl die Dinger zu waren, trotzdem spawnen die hier rein. Ja. Ich weiß. Weil noch unausgeleuchtet. Schnauze. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich genau die Mitte getroffen habe. Das rechte sieht um eins länger aus. Ich sehe einfach mal nach. 1, 2, 3, 6, 7. 4, 5. Ja, ist auch. Alla! Weiß so. Weil der so genau hat in der Mitte. Nee, funktioniert doch nicht. Hier fehlt auch schon wieder ein Stein. Ein Block meinst du? Ja. Das Lied Happy. Ah, hab ich gehört. Hab ich auch erkannt. Einer der erfolgreichsten Titel von damals. Happy? Ja. Warum schubst du den Zombie? Hey du Zombie-Schubser! Keine Bäume mehr da gewesen, Paul. Du meinst den Job von der Sinclair? Ja. Na, geht ihr endlich mal raus? Nee. Ist ihr denn nicht hell genug, dann nimmt eben nicht. Dann bleibt doch da drin erstmal. Bis irgendwann mal der Jäger vorbeikommt. Hä? Meinst du damit mich? Oder kennst du noch einen, der immer Zombies vernichtet? Sind ja nicht nur Zombies. Auch die Spider-Man. Hens und so. Allgemein Mobs, die in Häusern eigentlich unerwünscht sind. Das kommt wenigstens hin. Auf allen Ebenen letzte Glasscheiben links und rechts von denen. Giorgio, es zieht. Stimmt's? Ja. Ein Creepermann, was macht der denn hier? Headshot. Oh, der hat den Sturz nicht überlebt. Wax. Der hat den Sturz nicht überlebt.
Soll ich das hier auch mit dem Block, den ich drinnen benutzt habe, auskleiden oder soll der so bleiben? Bei dem anderen hattest du das schon mitgenommen. Also den er drin hattest, ja. Hier. Und hier unten hast du ja keine Balkons. Nee. Oh, Volltreffer! Also kann ich das hier auch mit den Blöcken, die ich da drinnen verbindet habe, nutzen. Ja. Bei dem Raum ist es ein bisschen egal, wenn man nicht die ganze Mitte trifft, wegen das hier hinten. Weil das also gemacht. Da ist die richtige Keramik. Nur nicht unter dem Bambuszaun, stimmt's? Ja. Nee, nicht Bambuszaun, das ist irgendein Holzzaun. Ich weiß jetzt nicht welcher. Hattest du ja gemacht, das Geländer, stimmt's? Ja. Der überdachte Balkon hier. Könnte man noch was draus machen? Hm. Damit das nicht so trist aussieht. Mit der Ziegelumrandung. Das wären, wenn es fertig ist. Für ein Gebäude. Einfach nur so, damit ich hier den Weg und hier vorne kommt eine Straße durch. Hier so. Die wo lang? Hier vorne so eine Straße dann hier so. Aha. Und hier vorne können wir ein Blumenbeet reinbauen, hier vorne in der Ecke. Ein Garten sozusagen. Ja. Da war kurzzeitig mein Amethyst dort gebackt, als ich
den oder den Blockierer weggemacht habe. Hat kurz der Amethyst durchgelugt. Oh, hoppla! Also hier muss mal ausgetauscht werden. Hab ein bisschen zu doll geklopft. Acht Minuten noch. Hier ist ja schon noch ist ja schon gemacht, weil Treppenhaus, nicht wahr? Ja. Die Treppe im Haus. Treppenhaus. Nicht wahr? Ja. Schon wieder zu. Wenn du den Grundriss fertig hast, dann tausch mal diesen einen Block aus. Bei dem Wohnblock hier. Habe ich den über. Ja, den habe ich noch drin. Dieser Bereich hier ist nicht hohl, oder? Nee, das ist in drin ausgefüllt. Und da ungefähr hier so ist ja der Boden. Ja. Deswegen habe ich das mit Absicht gemacht, weil du ja es ausfüllen wolltest. Das ist natürlich blöd. Das ist das Dach. Auf dem Dach solltest du auch mal was ausbessern. Ich wollte ursprünglich hier so die Seelaterne reinmachen und dann mit Klappen zumachen, aber das sieht man dann hier auf dem Dach. Ja. Extra Minuten haben wir. Wenn es fast abläuft, dann drück einfach Stopp. Ja. Ich habe 3 Minuten hinzugefügt. Also. Ja, jetzt bin ich fertig. Jetzt kommen wir erstmal zu dir. Ganz oben bist du oder wo? Ein bisschen unterhalb des Daches. Ah, hier vorne ist was. Genau.
glaube mal, das war. Mal gucken. Nee, oder? Nee. Ne, das war der polierte Diorit, den du da benutzt hast. Dann gucke ich erstmal bei der anderen Stelle. Irgendwo war noch was gewesen. Die ist an einem Balkon Also. im zweiten Bereich. Die andere Stelle, die du meinst. Ist ja irgendwo, ich glaube bei so einem, ja. Nein, wo ein Zaun drauf ist. Also. Ah ja. Ja. Habe ich bewusst mit einem Block markiert, den ich hatte, der auffällt. Da muss ich wieder auf Dings machen. Falsche Seite. Poliert war es ja. Oder einfach nur Diorit. Da ist er. Warum wollen wir jetzt nicht? Wir haben so. Krieg den jetzt einfach an. Das jetzt hier. Ah, der wurde. Hä? Der Den wurde. hast du, wenn ich das richtig gesehen hatte, Ja, hattest du den. ganz rechts. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht gekommen ist. Dabei wurde er nur verdoppelt. Ah, cool. Eine Lampe hast du auch schon dran gebaut. Ah, darum war ja dieses Loch. Weil ich das ursprünglich ja ein Dings haben wollte. In die Decke eingefügt. Dann ist es ja nicht so dunkel auf dem Balkon. Das hier ist alles nur eine Schicht, ja. Ja. Oder wenn das einen großen Nee, da scheint Doppelschicht zu sein. Nur, den hat dir gesagt, dass du hier rein darfst. Der Monster Hunter ist gerade nicht da, gerade nicht in der Nähe. Stimmt's? Ja. Was ist? Ist hier unten noch ein Loch entstanden. Ach, war ja. Ah, da ist er doch. Den hättest du auch in Natur gefunden, den Grasblock. Falls du das meinst. Den hättest du auch in Natur Nur gefunden. der spawnt immer, ist nicht, wenn man das abbaut. Nee, ich meinte in dem Reiter Natur.
Hättest du den gefunden? Bin dann überlegen, wie ich das mit der Straße mache. Soll das eine reine Fußgängerzone werden oder Erstmal angeschlossen? ja, da wir ja keine Autos einprogrammieren können. Ja. Dann würde ich mir so machen, dass ich den Weg, mal gucken, wie breit der hier ist. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dass links und rechts jeweils eine Reihe überbleibt. Ein Außer direkt, wo die Tür ist, da geht es natürlich rein mit dem Weg. Jedenfalls, sobald genug Gebäude sind. Ich würde sagen, lass uns erstmal aufhören. Ja. Gucken, wo wir uns treffen wollen. Auf dem Dach. Ah, du bist ganz oben auf dem Dach. Man sieht richtig, wie du den Bogen spannst da. Guck nicht so mit deinen Beamer-Augen. Stimmt's? Ja. Dann gucken wir, wann die richtig drauf fährt. Richtig umdrehen. Jetzt so. Ja, dann war es das auch für dieses Video. Und wir sehen uns im nächsten. Ja, und tschüss. Ciao.